Good morning. Wie ist die Lage? Wie ist die Straßenlage? Eisig. Seid ihr gut hergekommen? Du bist gestern 3 Stunden zurückgefahren, ne? Ja, 3 Stunden. Ja. Und wie lange hast du gebraucht? Vier immer. Alles gut. Frisch gestreut ist schon. Michi ist krank und ansonsten sind wir in kompletter Mannstärke, ja. Alright. Sehr. Dann bis später. Ich gehe auf die Runde. Ja. Was hast du vor heute? Patrick und Felix kommen. Die kommen gleich. Ich mache jetzt gleich die Hausmeisterrunde. Und dann treffe ich mich einmal mit den Jungs. Dann besprechen wir einmal, wie es zu kommen hat. Volker kommt noch. Dann nehmen wir es von aus weiter. Okay, und Patrick macht Sixpack und Araldik, richtig? Sixpack und Araldik. Und Felix Singlegreen. Ja. Und ich frage mal, wenn ich da Lust auf Walz habe. Okay. Alles klar, bis später. Achso, wolltest du Snoopy reiten? Ja, kann ich später reiten. Ich rufe sie aber an, wenn ich ihn reite. Okay. Ja. Ah, super. Also, wir machen Rückmaschine, weißt du ja. Genau. Castino können wir 9 Uhr mit anfangen. Super. Schenkenberg führen, 20 ja. Minuten. Hast du wahrscheinlich schon. Der ist schon fertig. Ne? Sehr gut. Den mache ich als zweites. Ich schreibe da einfach heute Nummer dran zum Springen. Genau. Ja? Zweite Saskia. Paddock wird ja leider nichts mit dem Schnee. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Bei Zaki weiß ich nicht, ich schreibe mal Felix dran. Vielleicht hat der Lust, ihn zu reiten. Ja. Der ist sehr fit. Sixpack macht Patrick. Super. Und der auch als erster. Ich schätze, dass der so 9.30 Uhr oder sowas kommen will. Ja, okay. Immer mit dabei. Immer mit dabei mit ihrem Kumpel. Hast du das eine Bein geguckt? Ja? Ja, das sieht super aus. Perfekt. Alles klar. Er ist einfach der Schönste. Ja, ist er wirklich. Das weiß er auch, glaube ich. Ja, das weiß er auch. Zu Recht. Beste und Schönste. So, willst du zu deinem Kumpel? Willst du zu deinem Kumpel vielleicht? Schau mal her. Die sind echt süß, die Beine. Ja, komm, du kriegst dann noch was. Sixpack. So, Taxi, komm. Willi, du auch? Du auch? Oh, wo ist er denn? Thank you.
Abend. Dein Corona-Test war negativ, kannst du loslegen. Sehr gut. Ich nehme ja eben Kaffee, ja? Meine Tasse. Ist hat einer den Herrn Junghans schon gesehen? Wollen die heute Morgen, wen müssen die heute Morgen nehmen? Passt das mit dem Springen? Ich weiß nicht, ich habe Christoph noch nicht gesehen. Ich wollte gleich mit ihm sprechen. Ja. Oh nee, das ist Stefan. Ja. Good morning. Stefan, Kaffee? Ja, gerne. Das ist eine Frage. Was eine Frage? Was schätzt du, wie hoch ist dein täglicher Kaffeeverbrauch in Cannes? Anderthalb mindestens. Aber solche? Also nicht meine kleinen. Das ist 2,5 Liter Kaffee, die weg. Kommt ihr euch auch schon? Ja, 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 ich komme, wir sind auf dem Weg. Das ist, glaube ich, Firma Reichert. Ich mache auch, ja? Ich bin ja super. Heidi! Hallo! Wo warst du denn? Ja, schön. Was macht die Schnee? Guten Morgen, Georg. Wie ist die Lage? Da kühlwarm. Ich habe eben geguckt. Es bleibt uns die ganze Woche noch erhalten. Nachts minus 12, 13, tagsüber minus 1, 2. Wie sieht denn die Schneeräumfront aus? Geht weiter mit. Wir müssen heute noch weiter streuen, damit die Wege frei bleiben. Vassili macht immer rund. Ja. Ja. Salz ist ja gestern, hat Georg geholt. Wie ist die Tränkenlage im Stubenstall? Unten ist frei alles. Ja? Da ist alles frei. Man kann so, ist unten besser. Das haben wir eigentlich gut im Griff jetzt. Ne? Ja. Der Wind ist weg. Ja, der ist weg. Ja. Das war brutal. Einfach brutal. Okay. Alright. Genug zu tun. Guten Start. Ungefähr bis früh nachmittags. Komm rein. Moin, moin. Ja, kommen Sie gerade rein. Bis früh nachmittags. Moin, moin. Morgen. Alles klar. Hi. Good morning. Wie ist die Lage? Wart ihr beim Corona-Test?
Ja, wie ist das ausgefallen? Angenehm. Du gehst halt erst mittags nochmal. Wie ist die Lage? Kalt. Gut. Kaffee geht's. Vorher kommen, der wollte erst ein bisschen mit Blas gehen. Das ist ganz gut. Ja, der kommt jetzt in einer halben Stunde, Viertelstunde. Und das geht eigentlich ganz gut, weil die, wir haben das jetzt echt intensiviert. Und er macht also viele Pferde so mit Saskia und hilft mir auch ein bisschen. Die kommen hier hin, wir fahren dahin zum Parcourspringen immer einmal die Woche. Ja. Und das merkst du dann schon mit den Hengsten, wenn du die auflädst, immer einmal dahin. Und der hat da auch alle Möglichkeiten, Rasen und Halle und draußen. Prominenz hier heute. Ja, wir sind soweit. Wir würden abreiten gehen. Ja, dann gehen wir abreiten. Volker, hast du schon Kaffee fertig? Ja. Passt dir das? Kaffee ist fertig, wir fangen jetzt an. Sehr gut. Okay, dann kommen wir gehen in die Halle. Ja, wir kommen dahin. Alright. Thank you.
Kann Robert ihm noch einen Apfel geben? Hat sich noch einen Apfel verdient, oder, Robert? Der kriegt der Ilzika. Aber nur wenn es gut ist. Hat er gut gemacht, ne? Ja, wenn wir kein Turnier müssen wir nicht höher, oder? Robert, was? So. Der hat jetzt auch bestimmt 6 Wochen kein Turnier. Ja, aber jedes Mal 27. Mal. Das fühlt sich gut an. Ja, für den Schuss, ne? Okay. Hat Robert noch mal einen Tag? Ja, merke ich nicht. Gut. Okay. Weiterentwickelt. VIP Assistant Ryan Sixpack. Danke. Begeistert an der Arbeit. Ne? Also ist halt wie so ein Jugendlicher, ja, sag ich mal, der eine Disco will, ist richtig motiviert, wenn es losgeht. Ne? Der ist ja auch so in der Arbeit richtig easy going, nur der ist natürlich auch danke. 1,72 Meter und der hat jetzt ja nochmal richtig ausgelegt, oder nicht? Du siehst ihn ja auch jetzt nicht jeden Tag. Kraft gekriegt. Richtig sportiv geworden und jetzt muss ich einfach noch ein bisschen dran arbeiten mit Patrick, dass wir den Galopp so ein bisschen kleiner kriegen und dann kommen die Distanzen auch, aber Springen, so Vermögen und so weiter, ja, das ist natürlich, ist natürlich Ausnahme. Ne? Ja, der braucht noch ein Jahr Zeit, denke ich mal, und dann, gut, ja, der Springpferdeprüfung jetzt schon gewonnen mit dir auch, also ich denke schon, da kann man gut drauf aufbauen. Das glaube ich auch. Was ich richtig gut fand, war heute Castino mit Saskia, muss ich sagen, weil sie durch ihre Verletzung jetzt wieder gut im Sattel, ne? Der gibt ihr unheimlich Sicherheit. Ja, wir sind ihn jetzt zum, du hast ihn jetzt gesehen, sind ihn dreimal gesprungen nach ihrer Verletzung, ja, und nie höher als jetzt so. Genau. Ja, aber sie fühlt sich auch sicher. Also da sieht man schon, so ein älteres Pferd gibt natürlich mehr Sicherheit und gut, der macht es natürlich auch, macht es einem für natürlich auch einfach. Ne? Ja. Und die beiden sind natürlich einfach das Traumpaar. Also man merkt richtig, dass der jeden Tag da, also da sehr menschenbezogen auch ihr gegenüber ist. Ne? Immer Ohren spitz, immer einen Sprung suchen und so. Hm. Super. Boah, ist das eine Kälte. Hi. Oh, machst du gerade Tee? Ja. Oh Gott. Hast du auch einen? Ja, bitte. Okay. Ich nehme mal mein heißes Wasser. Okay. Oh, ist mir kalt. Ja, das ist momentan nicht auszuhalten. Nee. War kein Spaß. Ist auch so schade, dass die Pferde nicht raus können. Die sind auch frisch momentan. Danke dir. Bitte. Oh, das tut gut. Ich kann mich noch erinnern, wie oft ich dir ein Schleifchen angemacht habe und ein Geschenk überreicht habe in den Siegerehrungen. Das war echt schön. Ja. Ich wollte dich auch noch mal fragen, wie seid ihr eigentlich auf mich gekommen? Robert hat mir das eigentlich nicht so richtig erzählt. Deswegen habe ich gedacht, du musst es ja wissen. Lena kann ja nicht alle Pferde ran. Ne? Ja. Und vor allem nicht auf diesem Niveau alle Pferde ran. Ja. Geht ja nicht. Ja? Ja. Und wir haben lange darüber nachgedacht. Und wir waren so mehr in Richtung einer Frau. Und weil das dann alles ein bisschen leichter ist. Und es ist auch schöner mit den Hengsten. Es kommt schon schön mit einer Frau. Mhm. Aber
Robert kennt dich, ich kenne dich, wir haben dich viel beobachtet im Sport und es gibt ja so einige, die du in Deutschland so beobachtest, wenn es eben auf solche Fragen kommt. Und bist du einfach immer mehr als positiv aufgefallen, einfach die Art und Weise, wie du reitest, die Art, wie du mit den Pferden umgehst. Und eigentlich war uns Robert, nachdem wir einfach zwei, drei Namen durchgesprochen haben, komplett uns einig. Ja, das würde ich einfach mal fragen. Okay. Fragen kostet ja nichts und ich freue mich, dass es funktioniert hat. Ja. Klar kann man viel drüber sprechen im Vorhinein und auch viel besprechen, aber man weiß am Ende natürlich nicht, wie es dann letztendlich wird. Und deswegen bin ich auch sehr erleichtert, dass es die ersten vier Wochen hier so schön gleich war und ich mich auch so wohl gefühlt habe. Schön. Ja. Na herrlich, wie müssen wir jetzt noch machen? Golden Eye wollte ich noch reiten und dann habe ich noch zwei andere danach, Apalachi auch und noch den Morricone Nachkommen, Mo heißt der, genau. Der ist so süß, ja, das ist auch so ein hübscher. Ja. Doch, also ich habe auch davor noch keinen Morricone geritten und jetzt habe ich zwei, einen 5-Jährigen und einen 4-Jährigen und die sind beide total rittig und umgänglich, also bin ich ganz begeistert. Ja. Gerne. So, jetzt gleich. Er ist fit. Ja. Aber er geht los, wenn er Sprünge sieht. Hoffentlich. Was ist, wenn der Felix sieht? Ist der sofort auf sowas von auf Sendung. Schon wenn ganz süß, wenn Felix so die Steigasse runterkommt, dann weiß er schon genau Bescheid. Ich finde das irre, wie die das wissen. Ne? Kennt mich. 16 Jahre im Stall gehabt. Wahnsinn, ne? Ja. Es freuen sich immer zwei Mann, Balsacki und Lena. Nein, ich freue mich auch. Super. Dann geht's auch. Das war jetzt sehr gut. Also den Galopp hast du super mit durch die Wendung genommen. Hättest ein bisschen ruhiger bleiben können in der Distanz. Aber hat das super umgesetzt. Sehr gut. Genug für heute. Tipptopp. Oder, Robert? Ja. Gut, der muss auch jetzt wieder in Gang. Ne? Der hat auch ein paar Pausen von meiner Seite. Ja, aber super. Alles gut. Markus, Zucker? 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 Macht ihr gut dann auf dem letzten? So, jetzt kommt der Champion. Ja. Das ist doch lang. Ja, aber kriegst du hin. Geht das aber so? Ja, geht. Ist mir lieb. Ich freue mich immer über das Bild, wenn Balsacki neben Cordes unterm Solarium steht. Dann stelle ich mir mal vor, wie die beiden sich unterhalten. Hey, wie war es in Monaco? Wie warst du noch damals in Paris? Kann doch mal ein paar schöne Geschichten geben. Die haben bestimmt ein paar Geschichten auf Lager. Ja, komm einmal steil hin und her. Wir haben uns Mühe gegeben, ihn in Gang zu halten. Unfassbar, mit was für einer, mit was für einem Abdruck der immer springt. Ne? Super.
jetzt kommt. Was will die berühmte Lena Waldmann? Oh! Oh! Du kannst auch noch mitspringen. Aber das ist doch der berühmte Fiederdance. Ja, aber kann der Fieder, ich glaube, der berühmte Fiederdance kann doch auch springen. Wahnsinn, ne? Tokio kann kommen. Balzaki. Er braucht Zucker. Ich hole mir auch eine. Hey, das ist ja gerade das, was ich bemängelt habe. Ich glaube, Robert, der legt noch einen passend auf gleich. Ja, Hauptsache ist die Höhe, die ich noch überwinden kann. Schaffen wir immer, egal welche Schatzen. Oh, so lieb. Robert, wir müssen einfach nur einen Stein machen, glaube ich. Also, los. Digga. Los! Der ist ja der Champion, der ist abgehört. Ah, der ist immer locker. Hätte auch geschafft. So, Lena, Glocke klingt. Und den Galopp einfach so mit wird Volker sagen. Also so hat es noch keiner getroffen heute.
wo ich dann Boxsprung machen, wenn er Boxsprung machen will. Alles gut. So, sehr gut. Super. Ja, super. Macht er gut, oder? Ja. Galopp ist geil. Ja, Galopp ist super. So, super. Noch einmal weg von der Erde, super. Wenn sie alle so wären, das wäre ein Traum. Der will mal spielen, man muss mit dem Fußball spielen. Was kann ich? Wir vergehen aber dahin. Was sagst du, Frau Gutmann? Saskia hat ihn gestern Abend im Reiter einmal wälzen lassen, wenn er alleine ist, weil er hier zu lange mit seinem Ball wie verrückt. Ich könnte den Ball heute schießen. Ich noch mal hin. Saskia ist doch bestimmt ein tolles Gefühl auf ihm, oder? Mega, der Galopp ist der Hammer. Ja, alles. Ich kann mir vorstellen, dass Meredith ein ähnliches Gefühl hatte. Ja. Aber die muss dann auch später wieder drauf, weil ich kann das nicht. Aber mega wie brav, oder? Super. Ja, machst du aber echt schön auch, ne? Ja, weil ich finde ihn auch geil. Respekt. Das ist mein kleines Kumpel. Auf den Jungen raufzugehen. Das ist bei dem nicht so schwer, weil der ist wirklich sehr lieb. Ganz, ganz, ganz. Und wie entspannt er jetzt ist, ne? Ja, aber der ist auch mega mutig. Also der hat noch nie irgendwo geguckt oder der macht's einfach. Ja, wir schießen den Ball auf. Hey, komm doch mal zu uns. Ja, der war ja relativ da hat er jetzt bisher noch nicht Patrick, wie weit bist du? Ja? Was wollen wir machen? Wollen wir ein bisschen Gymnastik machen? Ein bisschen in Out oder was? Oder? Okay. So gut drauf, der Kollege. Ja, sehr gut. Cool, der hat ja auch. Ich hatte ja echt ein paar sich sehr gut bewegende Nachkommen. Ja, so fängt das Hirn an zu arbeiten jetzt. Okay, Zähne drehen. Hol nochmal 3 Meter, ein bisschen mehr Grundlinie, ein bisschen halten. Gut, komm nochmal so. So. Dann sagt sie die. Jedes Mal, wenn sie kommt und den sieht, geht ihr einfach das Herz auf. Springen, echt super. Toll.
Super, wir haben auch mal irgendwie ein, zweimal da vor dem Blauen rum, weißt du einfach, dass er so ein bisschen aus der Kraft springen muss. Das war. Ja, weißt du was, der ist einfach ein Sympathieträger, dieses Pferd. Das ist er. Der hat so sein Keck, der ist halt so extreme Ausstrahlung, wenn er geht. Ja. Ich liebe das. Mit seiner Galoppade und auch am Sprung, sowas von schön. Einfach ein süßer Kerl. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Kleine macht. Felix, wir wollen gucken, was der Kleine macht jetzt. Rein! Sidi. Du alter Oplabäckstar. Wie viele Runden bist du jetzt? Wie viele Runden war der jetzt hintereinander? 0? 15? 16? Ja. Kann sein. Erstaunlich. Zählt da nicht so mit, aber eigentlich immer. Aber ich zähle mit. Du zählst nicht mit, aber ich zähle Lässig, oder?
kalt, ne? Immer kalt hier oben. War hier die Nacht minus 13 Grad. Hallo, mein Schatz. Ja. Oh Gott, wie habt ihr denn? Wo habt ihr denn Leckerlis? Hier, na, da kann man. Wo habt ihr denn Leckerlis? Wo? Na, da kann man. Jule hat mitgebracht. Ah. Hallo, mein Schatz. Hallo. Ja, oh, es ist aufregend. Ui, 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 ui. Ein bisschen kann er. Ja. Da ist sehr viel Heu immer. Leer. Ja, die Box. Ja. Schön. Danke. Ui. Ui. Ja, aber du kannst ja nicht die ganze Ding hier füttern, ne? Ja. Gut sieht er aus, ne? Ja. Ja, bist du eigentlich jetzt? 97 geboren. 24. Ja. Ist der jetzt gerade da? Der Schafo ist gut. Ja, der ist hier so schön. Und der ist hier voilà, schön. Ne? Ja. Ich weiß, und er ist so wunderschön. Ja, was ist das? So, ja, den Wagen weg und dann wird die Tisch und dann. So schön hier drauf mit der Wagen. Ja, ne?